Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Heute sprechen wir über ein Thema, das wir nicht so oft erwähnen. YouTube, eine weltweit bekannte und sehr beliebte Plattform, das einfach jeder kennen muss. Heute lernt ihr einen besonderen Kanal kennen, nämlich Magic Life. Es besteht aus 2 Mädchen und ihrer Familie und sie haben ein Ziel, gute und unterhaltsame Videos. Heute feiern sie ihren 100 Abonnenten-Jubiläum und was sie jetzt machen und wie es weitergeht, erfahren sie jetzt. Und sie haben extra für euch ein Video gedreht, damit ihr wisst, wie es hinter den Kulissen aussieht. Los geht's. Hallo, ich bin Bifotima und das sind Mariam und Sucho. Und willkommen bei Magic Life. Wir haben hier, wie ihr seht, schon eine Torte. Wir feiern nämlich unseren 100 Abonnenten-Jubiläum. Wenn ihr wollt, dass wir das nochmal feiern, dann hilft uns doch, 200 Abonnenten zu bekommen. Oder sogar mehr. Ja, und dann machen wir noch so ein Jubiläum. Aber wir machen heute so ein kleines Quiz über uns. Und die erste Frage ist, also heute sind wir mal die Gäste und nicht die Moderatoren. Die erste Frage ist, wie sind wir überhaupt zu diesem YouTube-Kanal gekommen? Naja, also erstmal haben wir uns die Videos in YouTube selber angeguckt und dann hatten wir erst die Idee, selber einfach welche zu machen, weil das macht einfach so viel Spaß und noch. Und noch, die haben so welche Videos gemacht, ein paar waren cool. Ich wollte unbedingt mitmachen, dann bei ein paar Videos habe ich einfach mitgemacht. Und noch ein Grund dafür ist, wir haben so geguckt, wie es in der Quarantäne geht. Und dann haben wir uns so gedacht, wenn wir schon mal alle zu Hause sitzen, suchen wir uns doch mal was Neues. Ich habe dazu auch mal so ein 30-Tipps-Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Und dann haben wir uns mal gedacht, machen wir doch mal was Neues. Und da wir uns täglich mit dem Internet zusammen verbunden haben so und da wir haben ja auch so Homeschooling und so damals gehabt und jetzt eigentlich auch. Aber wir dachten uns, machen wir so mal eine kleine Unterhaltungsshow. Ja, ich würde sagen, die nächste Frage, ne? Ja, und zwar ist die nächste Frage... Trommelwirbel. Wie denken wir uns unsere Ideen aus? Also, wir haben ja berühmte YouTuber, die wir auch sehr gerne gucken. Und wenn man sich die Videos schon so anguckt, dann kommt man auch selber auf ein paar Ideen. Oder man denkt sich einfach, hey, dieses Video finde ich doch super toll. Warum mache ich auch nicht mal so ein Video? Und was möchtest du noch dazu sagen? Also, ich würde sagen, wir haben selber so ein paar Ideen und wir haben schon selber so eine kleine Pinnwand, wo wir selber in unserem Kopf uns denken, was wir machen wollen. Und wir haben auch diese kleinen Inspirationen, wonach wir auch so ein bisschen hingehen wollen. Also ich denke mir immer so welche ein paar coolen und lustige Videos aus, die wir dann machen. Zum Beispiel, ihr habt doch gesehen, als ich beim 14 Arten von Schülern das Lustige genommen habe. Da wollte ich immer das Lustige sein. Ja, einfach, wir mussten diese Stelle immer wieder wiederholen, weil das immer so lustig war. Und falls ihr es noch nicht kennt, dann verlinken wir euch es oben. Klickt einfach auf die Infokarte. Und ich denke, jetzt darf mal Mariam. Also ich würde sagen, ich sage jetzt einfach die nächste Frage und die wäre die Vorbereitung. Was machen wir denn so eigentlich in der Vorbereitung? Aber in der Vorbereitung haben wir doch so Elemente und so. Und wir haben auch, habt ihr auch schon bemerkt, wir haben immer da oben so ein Magic Life Foto, ne? Habt ihr schon bemerkt? Da oben irgendwo. Also ja, also bei der Vorbereitung, wir meinen, also wir müssen uns ja noch ganz viel Haare machen und uns umziehen und alles. Und das macht uns auch richtig viel Spaß. Und bei der Vorbereitung, da klappt auch wirklich alles, oder was meinst du? Ja, und wir haben unsere eigene Stylistin. Und ich bin für den Videoschnitt auch verantwortlich und ich wollte sagen, wenn wir zum Beispiel ein Video drehen, dann dauert, also wir drehen circa jeden dritten Tag,
Manchmal gibt es auch Bonusvideos, aber dann dauert es auch noch ein paar Tage, so 2 bis 3 Tage, bis wir sie geschnitten haben, weil wir haben ja auch Schule und Homeschooling. Und dann wird das erst ab dem 3. bzw. 4. Tag reingestellt. Und bei dem 1. Tag, als wir das Video gemacht haben, wollten wir erst 3 und so machen. Und danach hat Mariam gesagt, wieso machen wir bei einem Tag so viele Videos? Und danach haben wir entschieden, jeden Tag so 1 oder 2 Videos zu machen. Ja, also am Anfang waren wir immer so aufgeregt und dachten, und am Anfang hatten wir so ganz viele Ideen im Kopf, so circa 1000 und so. Aber zur Zeit mussten wir noch ganz viel Homeschooling und alles machen. Und deswegen machen wir die Ideen immer nach und nach. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, erzählen wir über unseren Schmuck hier vorne, ne? Ja. Also das ist eine Torte, wie man sieht. Und das ist ein, wie auf Englisch gesagt, ein Letter Cake. Hier haben wir die 100 und ein Letter Cake nennt man das auch davor, weil das sehr viele Schichten hat. Und dazwischen ist immer so Creme. Und oben haben wir das noch verziert. Und ja, ich finde es also ganz cool. Also, ja, also ganz toll. Und hier oben, das wurde immer so gepunktet, also ist ganz viel Handarbeit. Und hier oben hat man das auch noch richtig viel geschmückt und man möchte einfach reinbeißen. Und hier vorne ist ja noch so ein Bild. Das ist auch handgemacht. Ja, hat ziemlich lange gedauert. Wir müssen uns bei unserer Bäckerin bedanken. Danke! Also hat das hat jetzt so 2 Tage gedauert. Am 1. Tag haben wir erstmal so diese Dinger. Die Formen, ne? Ja, die Formen und so. Beim 2. Tag haben wir so drauf gemacht und so geschmückt. Ja, und ich würde sagen, ich erzähle jetzt einfach mal über das Bild. Hier sehen wir die 100. Ja, alle 100 Abonnenten. Und das fühlt sich richtig cool an, so wie bei einem Fidget. Ich glaube nicht, dass man das in der Kamera erkennt. Hier ist nochmal mit durchsichtbarem Kleber umrandet worden, die 100. Und innen drin sind noch ganz blau glitzernde Punkte. Und hier steht noch Abonnenten und da oben steht noch einmal YouTube drauf. Und das soll jetzt so goldgelb sein. Und ja, also das hat jetzt nicht so lange gedauert wie dieser Kuchen, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Auch Handarbeit. Also dieser Kuchen, wir haben das Kuchen so gemacht, dann, dass ein Glückwunsch für den 100 Abonnenten sein soll. Ja, also ziemlich schön und nach dem Video möchte ich einfach mal probieren. Das ja, wir sind so auch schön. Sehr aufgeregt. Und Mama hat schon die ganze Zeit gesagt, wir sollen diesen Ei aufmachen. Ja, aber jetzt war es auch schon für uns. Wir sagen Tschüss und ab geht's in das Tagesschau-Studio. Tschüss! Das waren die Moderatoren von Magic Life. Und wie der Slogan heißt, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und natürlich, wenn es geht, teilt es mit anderen, damit wir dann auch noch mehr Abonnenten haben und dann auch noch unseren nächsten Jubiläum machen können. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Abend von der Tagesschau.